Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Ebstorfer Heide. So, ich habe schon mal ein bisschen durchgesappt durch die Fahrzeuge, wo welches Fahrzeug gerade steht. Und ich wollte mir jetzt mal angucken, wie es mit den Düngegeschichten aussieht. Ah ja, guck mal, wir sind schon ziemlich weit. Wir sind eigentlich sozusagen, wir müssen nur noch auf die 4 und dann sind wir mit dem Düngen fertig, soweit ich das jetzt sehe. Und die 4, ja, alles klar, dann fahren wir mal darüber. Den kann nämlich der Kollege auch gleich. Oh, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Das wollte ich anklicken. Den kann nämlich der Steier auch endlich wieder was Sinnvolles machen, sozusagen. Und ja gut, wir müssen jetzt erstmal Fahrzeug für Fahrzeug wieder anschmeißen. Wir haben auch noch ein bisschen Gras liegen auf der 3. Da war ich ja im Deutz zugange, habe das einmal abgemäht. Das heißt, da können wir dann auch als bald wieder rübergehen und. Also das Zusammenschwaden und Einsammeln. Ich überlege gerade tatsächlich, ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, ob ich das Gras nicht nochmal presse und denn dadurch halt ein bisschen, dadurch dann halt noch ein bisschen Geld rausholen kann, weil dann können wir das auch gleich wickeln und dann hat man nicht gesehen, ne? Guck mal hier, wie viel. Hier muss ich mit der Hand entlang schwaden, weil hier ist sehr, sehr viel out of, ja, außerhalb des Bereiches gelandet, was eigentlich nicht so schön ist. So, wir brauchen mal die Wiese 04. 04, Wiese 04. Zack, das ist das hier. Ich habe da keinen Kurs für Dings, ne? Ne, 12 Meter passt. Wir gehen mal auf die aktuelle Fahrbahnposition. Und gut, hier gibt es ja... hier ist es alles normal. Auto, aktuelle, letzte. Ne, genau, aktuelle und dann aktuelle. Und dann automatisch. Und dann geht das hier mit diesem Vorgewende auch, ne? Da haben auch ein, zwei gefragt, wie das denn funktioniert. Und da muss man halt hier aktuelle Fahrzeugposition, Vorgewende muss man einstellen, weil das ja für die Vorgewende-Ecken sind. Und dann kann man weich und scharf einstellen. Wobei aber scharf ist, glaube ich, nur für Mähdrescher gedacht. Wobei, vielleicht geht es mit dem jetzt hier auch. Ich bin mir nicht sicher. So, wir lassen das einmal erstellen. Und es hat nicht funktioniert, weil ich auf dem Feld stehe, sozusagen. Und das mag er dann immer nicht. Oder es geht bei diesem Feld auch, bei dieser Wiese auch nicht. Das hatten wir ja auch schon gehabt. Ja, hier kriege ich auch wieder einen Fehler. Pass mal auf, wir machen das mal automatisch. Aktuelle Fahrzeugposition. Das ist eigentlich alles genauso wie bei den anderen auch. Ja, er kriegt hier immer irgendetwas, kriegt er nicht hin. Irgendwas mag er nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es auf die herkömmliche Art und Weise. Dann gehen wir hier wieder auf... wo waren wir? Da hinten, das ist... Das ist der Südwesten, dann Richtung Norden. Einmal Vorgewende und dann kann er da hinten in der anderen Ecke starten. Das ist nicht so wild. Also manchmal kommt diese komische Fehlermeldung. Ich kann das auch noch nicht so richtig zuordnen, warum das manchmal so ist. Und warum das manchmal nicht so ist. Ich hab da selber noch keine Patentlösung für. Wenn ihr was wisst darüber, wieso diese Meldung kommt und das in zwei, drei kurzen Wörtern erklären könnt, dann könnt ihr das gerne unter das Video mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Würde ich mich tatsächlich... So, das passt. Der hat was zu tun. Mit dem waren wir unterwegs und haben letztens noch was verkauft. Da haben wir ja noch ein bisschen Sojabohnen oder irgend sowas, ne? Haben wir ja noch mal rausgehauen. Komme ich da entlang? Oder ist das... Das ist ja aber ein Fußgängerweg hier, ne? Das ist keine richtige Straße, wo der Juli uns hier angeschlossen hat. Zack. Einmal hier entlang und hier vorne raus. Es kam auch der Wunsch, dass ich die Ebstorfer Heide bis LS19 machen soll. Und ich glaube, das werde ich sogar tun. Also ich finde die Map momentan immer noch cool und es macht mir Spaß. Ich bin halt unheimlich gespannt, wie viel irgendwann mal rauskommt, wenn wir das den ganzen großen Haufen Häckselgut, ne? Wenn wir das eine große volle Silo endlich so weit haben, dass wir das zudecken können und dann auch später anfangen können zu verkaufen. Also da wird dann wahrscheinlich auch immer pro Aufnahme der Radlader die ganze Zeit am Schaufeln sein, wie blöd. Da werde ich auch gucken, sobald ich das Geld dafür habe, werde ich den Radlader austauschen, dass der nicht mehr in Miete ist, sondern mein eigener wird. Dass ich da dann halt ein kaufe. Weil ich finde das auch schöner, wenn das mein eigener ist. Oder wir kaufen uns dann sogar keinen Radlader, sondern einen Teleskoplader. Was ich auch angenehmer finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Teleskoplader fand ich schon immer ein bisschen cooler.
So gerade den New Holland, den blauen oder den Liebherr. Beziehungsweise jetzt gibt es ja hier den Manitou. Das heißt, die können wir dann ja uns kaufen halt dementsprechend, wenn das Geld dann dafür da ist. So, ich werde jetzt das erstmal zurückfahren. Den stellen wir gleich einfach erstmal nur am Hof ab. Bis ich dann eine andere Aufgabe für ihn habe. Und dann werden wir mal weiter gucken. Der eine Kollege zum Stroh sammeln, der steht da nämlich auch so hilflos gerade rum und weiß nicht, was er tun soll. Da muss ich auch gleich mal hin. Hier, und solche Silos können wir auch mal voll knallen, ne? Also früher oder später müssen wir das mal machen. So, der steht schon mal hier. Sehr schön. Das einmal kurz warten noch. Ich würde... Lass erstmal kurz gucken, was der für ein Problem hat. Warum bist du... Warum hängst du hier? Oh, du hast hier ein Problem. Wie kannst du denn hier ein Problem haben? Das verstehe ich nicht. Du musst dir das doch eigentlich so ausrechnen. Ach so, das ist die Überführung. Das ist das Überführungsstück. Okay, deswegen. Deswegen hat das nicht funktioniert. Deswegen ist er da an dem Silo hängen geblieben. Und das Silo hier ist bestimmt auch dafür da, um eigentlich von dieser Wiese befüllt zu werden. Nächster passender. Sehr schön, das passt. Dann will ich einmal ganz kurz den Kollegen auch zur nächsten Wiese bringen. Und zwar wollten wir unten die Ecke mal einfahren. Ne? Es gibt ja da hinten in der Ecke 25 oder so, ich weiß es nicht. Da gibt es auch noch eine Wiese. Die würde ich auf jeden Fall gerne auch in Beschlag nehmen, dass wir die auch abmähen. Das ist jetzt zwar nur eine Standardwiese sozusagen, die noch nicht von mir jetzt irgendwie großartig bearbeitet worden ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Wiese. Da ist Gras drauf, das können wir gebrauchen, das nehmen wir mit. Die Frage ist, nehme ich hier den zweiten Teil von 3 eigentlich auch nochmal mit? Aber das ist irgendwie so wenig, ne? Das ist irgendwie so richtig, richtig wenig. Guck mal, wie das hier andauernd rübergegangen ist. Naja, müssen wir mal schauen, dass wir das mal anständig machen. Das Einzige, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wir den Teil Wiese, der da jetzt noch ist, vielleicht, wenn wir das Feld 43 irgendwann mal kaufen, mit zum Feld 43 dazu packen, dass wir das Feld 43 um diese Ecke halt erweitern. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil was soll das Feld da brach rumliegen. Da vorne ist die 18, ne? Da können wir eigentlich mal rauffahren. War das hier rein? Ne, das war noch einer weiter. Auf der 18 waren wir, glaube ich, auch noch nicht wieder. Dann fahren wir da erstmal hin. 18 ist nämlich auch ein schönes Fleck Wiese. Schöner Fleck Wiese. Wo wir ein bisschen was runterholen können. Ach cool, wie viel Geld wir eigentlich haben, ne? 120.000 ist eigentlich eine ganze Ecke. Damit kann man eigentlich gut wieder was anstellen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen gucken, ne? So, haben wir die 18 schon als Kurs hier zufälligerweise drin? Ja. Oh, wir haben die 18 sogar als Mähkurs. Aber das sieht mir ziemlich eng aus. Ja, das ist jetzt sehr, sehr eng. Zack, wir machen das mal. Ich fahre hier mal zum Rand. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Dass wir die aktuelle Fahrzeugposition nehmen können. Ich möchte zweimal Vorgewände haben. Ja, Ecken, weich, scharf, ist mir egal. Guck mal, hier geht's. Witzig, ne? Und er hat das auch so ein bisschen komisch berechnet. Aber das wird schon so klappen. Wir nehmen... Oh, warte mal, was hatten wir für eine Arbeitsbreite? Oh, lul. 3 Meter ist natürlich nicht die richtige Arbeitsbreite. Wir müssen mal alles aufklappen. Klappt da hinten gerade auf? Ja. Hier nochmal die Wiese 18 dazu. So, jetzt lassen wir nochmal berechnen. 8,40 Meter. Das sieht eindeutig besser aus. Achso, erstmal berechnen. Okay, das passt. Und am ersten starten. Mal gucken, was er da jetzt macht draus. Macht er jetzt gar nichts? Achso, doch, er klappt erstmal hinten hoch. Ja, pass mal auf, das wäre ein komischer Start geworden, wenn ich ihn das jetzt so hätte machen lassen. Wir setzen das mal nochmal neu an. Zack, jetzt klappt er sich auf, klappt alles runter und gibt gleich Feuer. Sehr schön. Das läuft. Den brauchen wir auch gerade nicht. Genau, hier wollte ich jetzt weitermachen. Und zwar werden wir den Kollegen auch wieder draufsetzen, ganz normal, ne? Beziehungsweise den können wir selber mal fahren. Ein kleines Stück, einen kleinen Moment auf jeden Fall. Weil hier das Äußere, dafür will ich jetzt eigentlich keinen extra Kurs wieder ansetzen. Sondern das können wir mal fix selber einsammeln.
so ein bisschen, das was hier rumliegt. Und dann lasse ich ihn den letzten Rest nochmal abfahren. Auf dem Hauptfeld. Und dann ist das nämlich auch geschafft. Und dann ist das auch geschafft und erledigt. Weil hier hätte ich dann jetzt nochmal wieder jemanden zum Schwan rüberschicken müssen, ne? Und so weiter und so fort. Das können wir uns ja alles klemmen. Und da drüben habe ich auch noch ein Feld, wo ganz viel... Oh ja, da liegt ja auch noch ganz viel drauf. Habe ich mir die Strecke gemerkt vom... Ich glaube ja, ne? Oder ich müsste nochmal schwaden da drüben. Das kann natürlich auch sein, dass ich nochmal mit dem Schwader rüber muss über das andere Feld. Aber ich glaube, ich habe mir das gemerkt von dem Mähdrescher, dass wir einfach da die alte Mähdrescher-Spur entlang ziehen können. Natürlich hat der Multi wieder durchdrehende Reifen. Weil der irgendwie macht der ein bisschen Ärger gerade. Ganz viel Ärger. Zack. So, einmal hier vorne. So ein paar Kurven die ganze Zeit fahren, bis wir wirklich alles zusammen haben, was wir so brauchen. Zack. Das einmal hier rüber. Ich bin, glaube ich, gleich voll, ne? Ja. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ich gleich voll bin, dann fahre ich das natürlich selber schnell weg. Wobei, wir können den auch jetzt mal draufsetzen und dann würde er es selber machen. Nächster passender. Das ist da vorne. Ja, dann würde er jetzt nämlich das letzte Stück selber fahren, bis er komplett voll ist und sich dann selber entladen. Da muss ich das nicht machen. Und wir hören das über die ganze Map wieder, das Gepiepe, ne? Wow. Wieso hast du dich hier schon wieder an dieser Stelle festgefahren? Das ist doch... Das ist ein bisschen komisch, ne? Wo wollte er denn überhaupt hin? Der wollte wieder hier rüber auf den anderen... Auf den Punkt. Krass, das Piepen halt über die ganze Map, ne? Wow. Bist du jetzt langsam mal voll? Nee, wo fährst du jetzt hin? Jetzt fährt er da rein. Fährt hier unten nochmal weiter. Was ist das eigentlich für ein Bug, dass das über die ganze Map geht? Liegt das an der Map, dass das so komisch ist? Oder liegt das an CP? Wer ist dafür verantwortlich? Krass halt, ne? Oh, hier ist es am lautesten drin. Im Fahrzeug ist es am lautesten. Achso, weil im Fahrzeug ist es eh immer lauter, ne? Weil das eigentlich so ein Warngeber vom Fahrzeug aus ist, ne? Und je weiter wir weggehen von dem hier, was aber witzig ist, weil sobald wir in ein anderes Fahrzeug einsteigen, ist es ja nicht mehr, oder ist es ja, ja genau, das ist ja eigentlich auch nicht da. Der Vorschlag kam auch, dass ich... Oh, guck mal, jetzt ist er voll. Es kam auch ein Vorschlag rein, dass ich eine Halle setze und gegebenenfalls hier eine Fläche ja umstrukturiere. Das würde ja für hier irgendwie passend sein, ne? Da müsste ich mir aus der Mod-Hub mal eine Walze holen, mit der man den Boden verändern könnte, sodass man, was weiß ich, hier diese Fläche zum Beispiel nochmal da vorne hinsetzt. Also quasi hier in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich nochmal erstmal das Gras runter, weil ist ja auch eine Ressource, die ich gerne mitnehmen würde. Und dann macht man diese ganze Fläche hier mit Gestein oder so. Und dann könnte man eine schöne Halle draufstellen. Beziehungsweise, was haben wir denn hier so? Ja, hier sowas, ne? So eine Unterfahrzeug. Beziehungsweise hier so eine Fahrzeughalle wäre vielleicht wahrscheinlich auch ganz interessant. Ich weiß bloß nicht, wie groß die ist. Das wird mir... Oh, können wir mal kurz gucken, ne? Alter, okay, die wird auf gar keinen Fall was. Die ist ein bisschen zu groß. Und Fahrzeugunterstand würde einigermaßen gehen. Sowas kommt... Oh, das ist aber auch riesig. Und das hier ist eigentlich schon wieder zu klein, ne? Ja. Das ist eigentlich schon wieder zu klein. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da basteln. Vielleicht findet sich da irgendwas. Palettenverkaufsstelle habe ich auch irgendwie als Mod da drauf. Müssen wir mal schauen. Ah, guck mal, hier lädt er jetzt gerade den zweiten Teil ab. Hier möchte ich auch anfangen, die ganzen, das alles umzubasteln. Dass es nicht mehr loses Stroh ist, sondern dass es auch
Paletten oder in Ballen verschwindet. Eine Ballenpresse habe ich ja gerade nicht, ne? Die habe ich ja, glaube ich, wenn ich denn eine hatte, habe ich sie ja wieder zurückgegeben, weil ich die ja nicht mehr gebraucht habe, oder? Ja, ich habe halt alles weggegeben, weil ich gesagt habe, nee, brauche ich erstmal nicht. Na gut, ist auch nicht so wild. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.